Ich bin sehr glücklich, dieses Buch gelesen zu haben, gerade in einer Zeit, in der ich mich als Schauspieler oft rechtfertigen muss für meine Kunst, für mich Fragen stellen muss, ob man Theater nicht auch schließen könnte, weil dieses Buch genau das schafft, was ich auch vom Theater erwarte und was Theater kann, dass es etwas Leben, ein kleines bisschen Leben, ein vielleicht unwichtiges Leben auf die Bühne stellt und so genau untersuchen kann, dass man davon berührt ist, dass man davon schockiert ist, dass man irritiert ist, aber eben auch glücklich ist und dass man, wenn man rausgeht oder das Buch zuschlägt, die Welt anders betrachten kann, dass scheinbar eingefahrene Sachen neu unter neuem Licht dastehen. Das ist Kunst. Das Besondere an diesem Buch ist die Macht, die es über den Leser ausübt. Man kann diesem Buch nicht mit professioneller Lektüre begegnen. Man liest es so unmittelbar, wie man als Kind gelesen hat, atemlos und hingegeben. Mir ist mit diesem Buch etwas passiert, was mir sonst allein aus zeitökonomischen Gründen nicht passieren darf. Ich habe es mitten im Lektorieren mir genommen und habe es einfach noch einmal durchgelesen, mitten in der Nacht. Ich wusste, ich muss um 5:30 wieder aufstehen und trotzdem gab es kein Entrinnen. Man sieht die Augenringe jetzt noch. Schöner macht einen dieses Buch nicht, aber man geht unheimlich bereichert und ein ganzes, langes Leben bereichert daraus hervor. Die Qualität des Ganzen ist eigentlich, dass man so gebannt ist und so involviert ist in diese Geschichte, und als ob man einer dieser vier Freunde wäre, dass man da gar nicht bei Freunden bleibt man ja auch in schlechten Zeiten dabei. Das ist ein Buch, finde ich, über menschliche Nähe. In allen Varianten und Formen, ob das familiär ist, unter Freunden, als Liebesbeziehung, all das kommt vor. Ob heterosexuell, homosexuell, das ist hier eigentlich nicht von Bedeutung. Aber es geht immer um menschliche Nähe, was wir alle brauchen und suchen. Und insofern ist diese Suche, die da drinnen über fast 1000 Seiten beschrieben ist, eine, die jeden ins Mark trifft. Ich bin immer sehr beeindruckt von Menschen, die ihre Begeisterung für ein Buch in 3 bis 5 Sätzen total überzeugend rüberbringen können. Ich würde das auch sehr gern können, ich kann das leider überhaupt nicht. Ich denke, dass ich für dieses Buch mindestens 3 Stunden erzählen könnte und es wird wahrscheinlich noch nicht ausreichen. Ich möchte aber trotzdem, dass jeder dieses Buch unbedingt liest. Also wird mir nichts anderes übrig bleiben, als alle meine Freunde einfach zwingen, es zu lesen. Mhm.